Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX, Spieleprogrammierung in so ziemlich allem. Okay, mit der Sprache Java natürlich, wie immer. Gut, heute wollen wir ein bisschen Schrift hier reinbringen in unser wunderschönes Spiel, das bisher einfach gar nichts kann, außer eine Attack-Animation und nicht mal Lauf-Animation. Dafür kann es theoretisch laufen, was man aber nicht mehr sieht, weil wir die Kamera so eingestellt haben. Okay, kurze Review von dem, was wir die letzten paar Male gemacht haben. Und ich räume hier oben gerade mal ein bisschen auf. Brauchen wir alles nicht mehr. Gut. Okay, jetzt wollen wir eigentlich bloß ein bisschen Schrift dieses Mal machen. Das heißt, ihr braucht nicht wirklich Ahnung haben von dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Warum Schrift? Also ich meine, wir machen jetzt hier ein Spiel oder so. Wir machen kein ASCII-Game für die Konsole. Schrift ist extrem wichtig. Denkt an Inventare, denkt an Scores, denkt an wie viel Leben man noch hat. Gut, das kann man auch mit Bildern darstellen. Aber im Prinzip ist die Schrift auch ein Bild, also in dem Fall schon. Aber Schrift ist wirklich extrem wichtig, deswegen fast so wichtig wie Sound im Prinzip sogar. Gut, deswegen zeige ich euch einfach mal kurz, wie man die Schrift benutzt. Wir machen hier oben eine Bitmap-Font, die wir erstmal natürlich importieren müssen, wie jedes Mal. Und dann sagen wir hier in Create, wie jedes Mal auch, sagen wir Font gleich New Bitmap-Font. Fertig. So, und jetzt können wir diese Font benutzen. Wir sagen zum Beispiel Font. SetColor kann man super machen. Ich mag SetColor. SetFixedWithGlyphs, keine Ahnung, was das bedeutet. SetOwnsTexture, keine Ahnung. Okay, wir wollen einfach nur ein stinknormales bisschen Schriftart hier reinbringen. Und jetzt sagen wir halt mal, okay, unsere Farbe ist blau. Color.blue. Super. Und jetzt können wir schon schreiben, theoretisch. Das machen wir hier unten in dem Render. Da muss natürlich dann mit Variablen gearbeitet werden. Also ihr habt dann irgendwelche Variablen, wie viel Leben ihr noch habt, wie viel Geld ihr schon gewonnen habt oder wie viele Punkte ihr gemacht habt oder sowas. Und die könnt ihr dann einfach in die Font einfließen lassen. Einfach hergehen und schreiben, hier wo wir auch den Sprite gezeichnet haben, font.draw und die Batch ist natürlich wieder mal dieselbe. Das ist einfach Batch wieder. Und den ganzen Kram brauchen wir auch nicht. Wir machen es uns einfach. Wir sagen hier 1.000.000 Punkte. So. Und wie groß wollen wir das Ganze haben? Beziehungsweise wie wollen wir es oder wo wollen wir es haben? Vor allem 200, 200. Okay. Starten wir einfach mal. Schauen uns an, was gerade so passiert ist. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Doch, ihr seht es nicht. Ich sehe es schon. Ich muss das Ganze leider ein bisschen zusammenstauchen, weil es relativ tief gekommen ist. Hier unten steht jetzt 1.000.000 Punkte. Das ist also quasi der Punkt, wo es gemalt wurde. Lasst mich das kurz anpassen. Hier steht aktuell 200, 200. Wir fangen in der linken unteren Ecke an. Das heißt, je höher die Zahlen sind, desto weiter weg sind wir vom linken unteren Rand. Natürlich auch von eurer Kamera abhängig, aber wir haben hier diese Kamera von letztem Mal immer noch drin. Wir sagen jetzt hier einfach mal 500 und... Ach, eigentlich kann man die 200 vorne stehen lassen. Die vordere Zahl ist die x-Koordinate, sprich hier entlang. Und die andere Zahl, die ist die y-Koordinate, sprich nach oben. Also das hier ist wie weit nach rechts, das hier ist wie weit nach oben. Je höher die Zahl, desto weiter ist es. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal an und sehen hier, wir haben 1.000.000 Punkte. Und wenn wir draufhauen, dann können wir sogar diese 1.000.000 Punkte hauen. Bam. Okay, voll ins Gesicht. Gut, kleine Anmerkung noch. Vielleicht ist diese Schriftart nicht immer genau das, was ihr haben wollt, dann könnt ihr in den Konstruktor oder einfach hier rein und schon habt ihr die Möglichkeit, hier ein File-Handle zu einer Font-File anzugeben. Das heißt, ihr könnt wie bei der Datei auch angeben, wo eure Datei liegt und, leider nicht ganz so einfach in dem Fall, also ihr geht dann einfach her und schreibt gdx. Also nehmen wir mal an, ihr habt eine Datei, wo eure Schriftart drin liegt, falls ihr eine eigene Schriftart erstellt habt. Die zieht ihr dann in euren Data-Ordner, so wie wir es mit der Textur gemacht haben. Dann geht ihr her, schreibt gdx.files.internal zum Beispiel. Und da ist dann euer Pfad drin. Da habt ihr dann data slash und eure Schriftart, schriftart.tft sind es, glaube ich, relativ viele. Und dann habt ihr sozusagen eure eigene Schriftart geladen.
auch noch wichtig ist, falls ihr das Ganze ein bisschen größer machen wollt, also es gibt natürlich diese Standardschriftart, die wir gerade eben benutzt haben, die würde ich euch einfach empfehlen, wenn es so für euch passt, benutzt die weiter. Ansonsten, wie gesagt, benutzt eine andere Schriftart. Ihr könnt es auch einfach so mit dem Pfad eingeben, sollte auch funktionieren. Okay, und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit hier Font, Punkt, falls ihr es größer haben wollt, das ist vielleicht auch noch sehr, sehr wichtig. Wo haben wir es? Scale X und Scale Y, wobei ich euch stark empfehlen würde, Scale X und Scale Y gleich groß zu machen. Sonst habt ihr am Ende das Problem, dass eure Schrift verzerrt wird. Das heißt, Scale X und Scale Y sollten möglichst gleich groß sein, dann wird die Schrift auch nicht verzerrt. Okay, das ist eigentlich alles, was ihr zu Schriftarten wissen müsst. Damit kann man dann super ein paar Punkte oder sonst irgendwas, wie gesagt, hinschreiben. Und das sollte natürlich dann passen. Gut. Das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.